Dies ist Dreamlight Valley. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. So, wir haben die Aufgabe mit Scar in der letzten Folge erledigt. Ich habe jetzt die verbesserte Schaufel, können die großen Knochen entfernen. Und ich sehe gerade hier vorne unsere Pflanzen. Damit das schön aussieht. So. Sind wieder alle Kürbisse komplett. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Restaurant von Remy und schauen mal, was denn die Leute haben möchten. So, was haben wir hier? Also, Elsa und Olaf. Und Remy selbst auch hier drin, möchte aber nichts essen. Aber gut, hier können wir uns auf jeden Fall schon mal kümmern. Wir brauchen zwar drei Meeresfrüchte-Suppe und Meeresfrüchte-Salat. Das können wir schon mal machen. So, Meeresfrüchte-Platte. Wo haben wir den Meeresfrüchte-Salat? Haben wir den überhaupt schon gemacht? Meeresfrüchte-Salat. So, und dann brauchen wir eine Meeresfrüchte-Suppe. Ich hoffe, die haben wir auch schon irgendwo. So, hier war das. Ah, hier ist die Suppe. Direkt daneben. Mit zwei Salatköpfen und einer Muschel. Na gut. So. Oh, hallo. Oh, damit können wir auch Olaf auf jeden Fall wieder leveln. Schau mal, deine Bestellung. Ja. So. Olaf Level 5. Sehr schön. Wir bekommen einen kleinen Schneemann. Ach, wie cool. Als späten Imbiss heute Nacht dachte ich an so. Und Fein. Und wir haben die Bestellung. Damit ist die Level 5. Ah, und wir warten ja auch immer noch hier auf einen regnerischen Tag. So, wir haben zwei Leute bedient. Ja, das reicht dann wohl. So, dann ist die Frage, wo wir weitermachen. Vielleicht auch bei Stitch? Ah, verborgene Anforderungen haben wir noch nicht. Da müssen wir erst wissen, was das ist. Hier auch. Vaiana Level 8. Ursula Level 10. Ah, Olaf Level 7 brauchen wir. Und wir brauchen Buzz Lightyear. Den haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Mirabelle Level 4. Warum nicht? Wo ist die denn? Oh, sie schläft. Das trifft sich nicht gut. Sie schläft. Wen haben wir noch? Vielleicht Ariel. Ariel haben wir auch lange nichts mehr gemacht. Schläft Ariel? Okay, Ariel ist wach. Ariel können wir besuchen gehen. Wir können mal kurz zu Stitch reingucken. Stitch schläft, glaube ich, auch. Ach so. Wir können nicht reingucken, weil er schläft. Dann schauen wir mal, was sich Ariel so wünscht. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. So, wir brauchen Level 7. Wir brauchen Stoff, Kartoffelsuppe mit Lauch und ein rosa Hauswurz. Und wir können ihm mal hier einfach einen Rubin geben. Damit ist sie Level 4. So, Lauchsuppe, rosa Hauswurz und ein Stück Stoff. Das sollte nicht das Problem sein. Damit ist sie aber wahrscheinlich noch nicht lange nicht Level 7. Da müssen wir noch irgendwas anderes mitnehmen. Oder noch was anderes kochen.
Vielleicht. Aber wir können auch nicht direkt hier draußen kochen. Aber wir müssen ja. Ach, wir müssen für Stoff und so müssen wir eh rein. So, also Stoff sollte nicht das Thema sein. Da haben wir ein bisschen was. Und rosa Hauswurz sollte auch nicht das Thema sein. Hoffe ich. 19, okay. Und jetzt brauchen wir die, ich glaube, die Lauchsuppe. Oder war es Kartoffel? Nee, ich glaube, es war nur Lauchsuppe. Gemüsepastete, Lauchsuppe. Und falls es doch die Kartoffelsuppe mit Lauch war, können wir einfach von der Kartoffelsuppe mit Lauch noch 2, 3 kochen. Wir brauchen eh irgendwelche 5-Sterne-Gerichte. Aber wir haben nicht mehr so viel Knoblauch. Vielleicht sollten wir lieber was anderes zubereiten. Wir können auch einfach mal ausprobieren. Hier packen wir einfach mal so 3 Fische rein. Und was können wir noch dazu packen? Ein bisschen Reis. Fische mit Reis und ein Gewürz. Basilikum. Mal gucken, was rauskommt. Sushi. Okay. Bisschen Minze. Dann ein Tintenfisch. Käse. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Soja. Und wir packen noch ein paar Pilze dazu. Das sieht sehr merkwürdig aus. Mal schauen. Meeresfrüchte-Aperitif. 1-Sterne-Gericht. Okay, ich gucke lieber nochmal, was wir als 5-Sterne-Gericht noch kochen können. Oder vielleicht ein Nachtisch? Geburtstagskuchen, das sieht doch gut aus. Eier können wir immer wieder kaufen. Zu Ariel zurück. Oder hat sich in der Zwischenzeit noch jemand zum Essen gesellt? Goofy ist da! Wir können vielleicht... Vielleicht können wir auch Remy... Dann machen wir erst Remys Quest zu Ende. Goofy hat Hunger! Köstliches Gemüse! Mensch, Goofy, dass du hier bist! Gemüsesuppe? Wo haben wir unser köstliches Gemüse? Damit können wir vielleicht sogar die Quest von Remy jetzt abschließen. Sehr schön. Ganz unerwartet. Hey Goofy, danke, dass du da bist. Hallöchen. Wir haben dein Gericht. So, die Bestellung. Bitteschön. Oh, das gefällt mir. Und uns gefällt das auch. Mensch, Remy. Junge, wir haben dir geholfen. Bonjour. Oh, vielen Dank. Hm. Während du die Bestellung übernommen hast, habe ich die Küche organisiert. Ich habe die Messer geschärft, das Gewürzregal organisiert. Jetzt kann ich die Bestellung schnell genug abwickeln, um die Dinge wieder selber in die Hand zu nehmen. Aber du hast großartige Arbeit geleistet. Komm jederzeit wieder vorbei. Sehr schön. Sehr schön. Damit haben wir Remys Aufgabe erfüllt.
Aber ich würde doch gern Arielle noch ein bisschen leveln. Und wenn wir Glück haben, vielleicht fängt es hier sogar noch an zu regnen. Oh, wie viele Nachtdornen hier schon wieder sind. Und selbst wenn wir Arielle jetzt nicht auf Level 7 schaffen, haben wir auf jeden Fall einen guten Fortschritt, denke ich mal, mit den Sachen, die wir ihr gleich bringen. Oh. Wie weit die weg sind. Und ein paar Fische können wir noch mitnehmen. Sehr gut geangelt, Vajana. So, dann gucken wir mal, bis zu welchem Level wir Arielle jetzt... Sie ist nicht mehr zu Hause. Das war ja sowas von klar. Nein, nicht nochmal reingehen. Wo ist Arielle hin? Ah, hier oben auf der sonnigen Ebene ist sie. Da habe ich sie doch gerade irgendwo gesehen, oder? Oh, nehmen wir mit. Und noch ein paar Kirschen. Ich freue mich so, dass du hier bist. Ja, wir freuen uns auch. So, wir haben was für dich. Und zwar, was wollte sie? Ein Stück Stoff. Das gibt einen ordentlichen Schub. So, wir können auch was reden. Was gibt's mit ihr zu reden? Ah, ich habe eine Idee. Mal sehen, wie viel wir über den anderen... Es kann ein Spiel sein. Ich fange an. Ich bin die Tochter des Königs der Meere. Wie heißt mein Vater? Das ist König Triton. Oh, das ist richtig. Okay, die nächste Frage ist etwas schwieriger. Wie viele Schwestern habe ich? Oh je. Wie viele Schwestern? Du hast zwei Brüder, Fabian und Sebastian. Ich weiß nicht, ob das wirklich ihre Brüder sind. Oh, das ist schon lange her. Hat sie 6 Schwestern? Ist sie Einzelkind? Oh, ich weiß das tatsächlich gar nicht. Also auf jeden Fall, Fabian war ja der Fisch und Sebastian, glaube ich, der Krebs. Vielleicht ist das auch eine Fangfrage. Ha, meine Freunde. Ich wollte gerade... 6 ältere Schwestern, mir lag's irgendwie auf der Zunge, aber ich wollte irgendwie das einfach klicken. Aber, oh je, die Namen. So, ich verspreche dir, die nächste Frage ist einfacher. Ah. Ich habe eine Sammlung voller Dingsbums und Krimskrams. Einfach alles Mögliche. Weißt du, was diese Gegenstände in meiner Sammlung gemeinsam haben? Es sind alles Dinge, die man an Land findet, natürlich. Ah, du hast recht. Ich denke, dass Menschenkram sehr interessant ist. Okay, 2 von 3, wirklich gut. Mal sehen, ob du die nächste Frage... Noch eine Frage? Was wollte Ursula von mir, als ich sie um menschliche Beine bat? Die Stimme. Sie wollte, glaube ich, ihre Stimme. Sie kam an Land und... Ja, der Prinz musste sich in sie verlieben, obwohl sie, glaube ich, keine Stimme hatte. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Oh mein Gott, du hast recht. Jetzt bleibt nur noch eine Frage. Wie hieß der Mensch, den ich vor dem Ertrinken gerettet habe? Das war doch wohl Erik. Ja, er wurde verletzt, als er seinen Hund während eines Sturms rettete. Ich bin so froh, dass ich da war, um zu helfen. Donnerwetter, du weißt wirklich viel über mich. Ich freue mich, dass wir so gute Freunde geworden sind. Lass uns bald wieder reden. Ich kann es kaum erwarten, mehr über dich zu erfahren. Und damit ist sie Level 5. Wo wir sind? Arielle, bleib hier.
Sie ist so weit weg, dass wir nicht mehr mit ihr reden können. Und was wollt ihr denn hier? Kleinen Vögels. Ariel, wir wollen mit dir reden. Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Wir haben noch was für dich. Und zwar, Kartoffelsuppe. Es war doch die Kartoffelsuppe mit Lauch. So, und wir haben noch etwas für dich. Und zwar die rosa Blume. Und damit ist sie Level 6. Sehr schön. Und sie ist einfach... Ich habe ja zum Glück jetzt hier den Übergang freigeschaltet. Wir können einfach rüberlaufen. Sie will uns doch verarschen. Sie war doch gerade... Ich dachte gerade, sie geht wieder auf die andere Seite. Oh, hallo. Du hast zwar nicht Geburtstag, aber wir haben trotzdem Geburtstagskuchen für dich. Okay, das bringt nicht so sonderlich viel. Aber wir geben ihr trotzdem mal... Meeresfrüchte-Aperitif. So ein paar Sachen, die wir gekocht haben. Noch ein bisschen Sushi. So, was haben wir noch für sie? Wir können ihr noch hier die Lauchsuppe geben. Haben wir noch was gekocht? Okay, jetzt haben wir nur noch den Geburtstagskuchen. Aber damit sollte sie schon relativ nah an Level 7 rankommen. Ich glaube, es reicht nicht ganz mit den Geburtstagskuchen. Aber gut, am nächsten Tag hat sie ja wieder neue Queste für uns. Oder beim nächsten Mal. Dann können wir ihr einfach wieder ihre Sachen geben. Oder wir kochen einfach noch was. Hier noch die Nachtdorn wegmachen. Und auf jeden Fall hier das seltene Holz aufsammeln. Okay. So, dann gehen wir wieder runter. Ja, dann haben wir zwar Ariel jetzt nicht auf Level 7 gebracht. Aber wir haben natürlich Remis Quest beendet. Das freut mich auch. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wo wir weitermachen. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.